Es war einmal in einem verschneiten Dorf namens Winterheim, wo die Menschen sich auf das Fest der Liebe vorbereiteten. In der kleinen Bäckerei von Frau Müller herrschte reges Treiben. Doch inmitten des Trubels fand sie einen anonymen Brief, der ihr Herz berührte. Die Botschaft forderte dazu auf, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu entdecken. Bewegt von dieser Nachricht begann Frau Müller, Gutes zu tun. Sie verteilte warme Decken an Bedürftige und organisierte ein festliches Essen für diejenigen, die alleine waren. Ihr Beispiel inspirierte die ganze Gemeinschaft. Menschen halfen einander und die Atmosphäre von Nächstenliebe erfüllte Winterheim. In der Nacht vor Weihnachten geschah etwas Magisches. Ein Fremder, der sich als der Verfasser des Briefes entpuppte, offenbarte sich. Er war ein Engel, der die Herzen der Menschen prüfen wollte. Durch die Großzügigkeit und Liebe, die sie zeigten, hatte die Gemeinschaft den wahren Geist von Weihnachten gefunden. Die Bewohner von Winterheim feierten ein festliches Fest, nicht nur mit Geschenken, sondern mit einer Fülle von Liebe und Zusammenhalt. Diese Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass wahre Freude in der Fürsorge füreinander liegt.